was? Kyle Barrett? Ach, Indigo-Protokoll mal wieder. Ereignis, Gedächtnis. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Gar nicht nötig. Ist doch schon in sehr gutem Zustand. Okay, kein Problem.
Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Außerdem gibt's da noch Jemison Mercantile, falls du gern ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Security Checkpoint. Ich würde es mal mit Viewport probieren. Findest du links auf der Plaza. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Mit einer derartig vollen Tasche werden Sie nur langsam vorankommen. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Thank you.
gestopft. Die Reinig, ehrlich gesagt, wundert es mich immer, wenn das Schiff halbwegs heiß zurückkommt. Wir weisen dir die neuen Aufgaben so bald wie möglich zu. Du, Bobby, wirst deine neuen Pflegeeltern kennenlernen. Meine Eltern sind nicht tot. Sie waren bloß in einem anderen Shuttle. Sie kommen nach. Oh, nun ja, das könnte schon sein. Wir wollen... Helena Chambers, ID SS-COM-1327, HCHA. Ich hoffe, es gefällt dir, New Atlantis. Wie läuft's? Ist das der Bericht fällig? Ich wünschte die Pech. Na, guter Tag heute? Privatsektor, da gibt's das große Geld. Okay, kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Neulich hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Thermoparasit so lang wie mein Bein. Igitt. Ah, hallo. Kommst du vielleicht wegen der Stelle? Der Officer da drüben kann bei Kopfgeldfragen helfen. Ach ja? Ehrlich gesagt war ich gegen das Schild. Ich fand es so kitschig. Als würden wir einen Tellerwäscher suchen oder so einen tanzenden Clown. Aber jetzt stehst du hier. Es ist also effektiv. Und dafür steht die New Atlantis Security. Effektivität. Jedenfalls, wenn wir voll besetzt sind. Sind wir aber nicht. Lange Geschichte. Willst du uns helfen? Gerne. Vielen Dank für dein Interesse. Wenn du es dir anders überlegst, komm gerne vorbei. Schönen Tag noch. Alles okay? Wir sind hier, um zu helfen. Thank you.
Barun-Botschaft ist so unglaublich hässlich. Warum reißen die das Ding nicht einfach ab? Ach was. Kann gerade nicht. Pardon? Ich habe mit meiner Versicherung... Oh, hey, was gibt's? Ja, ich muss wohl mit einem Anwalt reden. Hallöchen. Das ist New Atlantis Transit, kurz die NAT. Der kostenlose Nahverkehr der Stadt. Wir können direkt... den Mask ist weg. Sich später Toni zu sehen. Noch ein Tag, noch ein Credit. Oh, hallo. Mir geht's klasse. Und dir so? Das höre ich gern. Ja, das Leben ist schön, was? Ich lege seit einer Weile Geld beiseite, damit mein Freund Toni und ich die besiedelten Systeme erkunden können. Wir kommen der Sache immer näher. Drauf an. Was soll's sein? Essen oder shoppen? In dem Fall gibt es eine Menge Möglichkeiten in New Atlantis. Dawn's Roost dürfte das schickste Lokal sein. Die Steaks dort sind perfekt. Aber wenn ich ehrlich bin, gehe ich lieber zu Chunks. Mein Freund und ich lieben beide Terra Brew. Toni und ich wollen mehr vom Universum sehen. Ich liebe meinen Job, aber es muss im Leben doch mehr geben, als sich in New Atlantis abzurackern. Was ist mit dir? Hast du schon Abenteuer erlebt? Wow, da werde ich ganz neidisch. Eines Tages musst du mir und Toni alles darüber erzählen, ja? Wirklich? Naja, du hast schon recht. Ich bin erschöpft. Ich liebe meine Arbeit, aber sie ist anstrengend. Ich könnte wirklich einen Terracino von Terra Brew brauchen. Wirklich? Das ist aber nett. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Das Wasser ist ästhetisch recht ansprechend, sagt jedenfalls Barrett. New Atlantis bezieht seinen Strom größtenteils aus moderner Hydroelektrik.
Das Gebäude dort ist das MAST. Das militärische, administrative und scientifische Triumvirat. Es ist ein Symbol für die United Colonies. In einer United Colonies Stadt, aber die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer. Da wären wir. Die Loge. Die Tür sollte sich öffnen, wenn sie die Uhr daran halten, die Barrett ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie warten drinnen auf uns. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Ah, lächerlich. Die Wette gewinne ich garantiert. Findest du meine Theorie denn wirklich so abwegig? Wir sehen in den Sternen so viele verrückte Phänomene. Aber meine Theorie ist absolut unmöglich. Wenn ihr zwei nicht aufhört, erlasse ich ein Wettverbot. Ernsthaft. Wir vertragen uns ja schon. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist sie aber nicht. Sie ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Bitte, wir müssen deinen Fund analysieren. Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott, das ist es. Sie reagieren.
Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Ich atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cautry? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Okay, aber du hast keine Wohnung in der Stadt, oder? Richte dich doch hier ein. Das sind wir dir schuldig. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Es ist wunderbar, dass Vladimir mir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Das war unglaublich, oder? Die Artefakte, meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Ich bin Noelle. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Du willst also eine Weile bleiben? Gut. Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Also, die Bibliothek kennst du ja schon. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung, aber Matteo hat nicht wenig dazu beigetragen. Die Gärten sind hier raus, wenn du mal ein wenig in Ruhe nachdenken willst. Betonung liegt auf Ruhe, meistens zumindest. Gehen wir rauf. Der Gründer der Constellation, Sebastian Banks, hat den Laden hier vor Jahrzehnten errichtet. Damals war das wichtig, doch mittlerweile kennt man uns in der Stadt kaum noch. Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Das ist die Bar. Gewöhnlich ohne Bedienung. Also greif ruhig zu. In Maßen natürlich. Dann mal sehen, das Zimmer. Du hast Glück. Wir sind bereits fast voll, aber ein Zimmer gibt es noch für dich. Prima, dass hier so viel los ist. Okay, hier schläfst du. Aufenthaltsraum auf der einen Seite, da ist es ruhig. Matteo ist auf der anderen, das ist vielleicht nicht so ruhig. Bestimmt hat Sarah für uns alle etwas geplant. Ich gehe lieber wieder zurück, will sie nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß!
Ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Alle Systeme laufen momentan innerhalb der festgelegten Parameter. Prima. Gut, dann nur weiter so. Ja, Walter Stroud. Das werde ich. Ich stehe zu Diensten, Captain. Hey, warst du in letzter Zeit mal auf dem Auge? Ist eine Weile her. Warum? Ach, ich weiß nur einfach nicht, wie er das macht. So lange da oben alleine zu sein. Manche Leute lieben den Freiraum und den Weltraum.